gerade Konzert am Abend. Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Irgendwo aus Italien. Kein Plan wo. Bin einfach heute Morgen in den Bus eingestiegen. Hab geschlafen und bin jetzt gerade aufgewacht. Moment, ich muss mal kurz über die Straße. Dann mache ich auch direkt Screen Record an. Übernehmen wir hier diese Arena in der Früh. Jetzt muss ich nur noch einen Platz finden, um euch abzustellen. Oder halte ich euch? Ah ne, ist zu früh dafür. Erstmal drehen hier. Kiesa. Bam. Ohoi, was? Ja, passt schon. Ich dachte, heute wäre Sonntag irgendwie, aber Montag war schon. So, go battle. Und euch stelle ich mal irgendwo ab. Bis demnächst. Letzter Kampf. Ich habe nicht genau aufgepasst. Bisschen gefilmt, aber irgendwie sind alle Pokémon gestorben. Bereits beim ersten Kampf. Motivation wahrscheinlich null. Weil es halt noch in der Früh ist. So, schnell noch das Tauboga. Mal schauen, was geht. Ich habe echt keine Ahnung, was Pokémon technisch so geht, was ich euch liefern kann. So, Arena down. Und ich setze rein. Ein Dragoran. Schnell nochmal drehen, zurück zum Hotel und dann schauen wir mal, was geht. Okay. Clan läuft gar nicht gut. Ich kann nicht drehen, ich bin nicht in der Nähe. Also direkt, wenigstens das Gottplatz hier. Dann bin ich echt gespannt. Also Trainertipps würde ich jetzt sagen. I'm sorry guys, this episode is a little light on Pokemon Go. But that's what I love about the game. Traveling, showing you the world, bla bla bla. Ich habe ein paar Sachen gestern gefilmt, nicht Pokémon technisch wegen der Stadt, ein paar Sehenswürdigkeiten, aber ganz ehrlich, euch interessiert doch eh nur Pokémon. Dementsprechend schauen wir mal, was heute noch so geht. So, Pokémon-technisch ging da dann nicht mehr viel, beziehungsweise gar nichts. Nicht mal Raids, Legendäre, echt schwer zu machen, so in einem fremden Land, ohne irgendwelche Gruppen oder sowas. Ab und zu haben wir mal gewartet, aber da kam niemand, nicht genug.
Ich habe es letztens im Video mal angesprochen. Zurzeit ein bisschen geschwächelt. Konkurrenz hat krass aufgeholt. Motivation momentan echt ein bisschen schwächer. Aber ich habe es mir jetzt gerade genau angeschaut. Das war das Event. Das Safari-Zone-Event in Pasing. War vor 3 Wochen der letzte Tag, wo ich 40 Millionen geknackt habe. Also noch nicht ganz einen Monat. In 3 Wochen habe ich jetzt eine Mille gemacht. Ohne entwickeln. Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich habe ein bisschen übertrieben. Oder zumindest kam es mir so vor, weil die Lust, die Motivation so niedrig war, dass ich dachte, dass ich halt so viel weniger gespielt habe. Im Vergleich zu den 2 Wochen bestimmt auch sehr viel weniger, weil die 2 Wochen waren echt krank. Danach, wie gesagt, musste ich mich auf jeden Fall erholen. Spontaner Kurzurlaub und Motivation seitdem ein bisschen mehr, aber auf jeden Fall immer noch niedrig. Liegt aber wahrscheinlich auch an den anderen. Da geht momentan nicht viel zusammen. Mit den Jungs natürlich immer, aber so mit der Gruppe an sich eher nicht so. Da macht momentan jeder sein eigenes Ding. Module sind auch fast nie irgendwo an. Außer Bordeauxplatz, aber das ist der weiteste Ort für mich und der schlechteste eigentlich. Aber schauen wir mal, heute bin ich in Oberhausen, also nicht jetzt, aber wenn ihr das Video seht, dann bin ich dort. Dort wird auf jeden Fall endlich mal wieder ein krasser Farmtag kommen und danach müsste es eigentlich wieder abgehen. Also die Motivation steigt auf jeden Fall, je näher es an Oberhausen geht, desto mehr habe ich Bock und desto mehr will ich grinden. Ein paar Scanner-Touren, nicht Scanner-Touren, ein paar Klicker-Touren. Die Tage waren auch am Start, also da geht schon einiges wieder voran. Und wie gesagt, die EPs, die ich gemacht habe, sind jetzt auch nicht so übertrieben wenig, also es geht schon. Und die Konkurrenz ist mir auf den Fersen, also da geht es wieder bergauf mit der Motivation. Die dürfen echt nicht zu nah dran kommen. Das Problem ist halt nur bei Leuten, die jetzt in dieser Phase waren, so wie ich, und die nicht mehr aus dieser Phase rauskommen. Ich kenne da einen Kollegen, Namen will ich nicht nennen, ein verlorener Sohn. Der hatte dieses Down und der ist nie wieder zurückgekommen, bis jetzt. Man weiß es nicht, vielleicht macht er irgendwann mal ein Comeback, aber ich kann es auf jeden Fall verstehen, wenn diese Motivation nicht zurückkommt, dass man dann immer weniger spielt und dann irgendwann aufhört, komplett aufhört. Das ist echt gefährlich. So, mir sind noch 3 Punkte eingefallen zum Video gestern. Weiß gerade gar nicht, wo ich hier den Schnitt mache. Auf jeden Fall, erstens, man darf halt echt nicht zu viel spielen, dann verliert man auch die Motivation, finde ich. Wenn man halt echt zu hart grindet und dann so eine Art Burnout bekommt. Ich habe einen Kollegen, Felix. Der ist 39 und hat die jetzt dann 2 Wochen Urlaub. Ich glaube, er hat den Plan schon lange weggeschmissen, aufgegeben. Aber er hatte vor, in den 2 Wochen, wo er Urlaub hat, auf Level 40 zu kommen, 5 Millionen EP zu machen. Was theoretisch machbar ist, wenn er genug Glückseier kauft und mit extra Inkubatoren und sowas läuft. Also theoretisch wäre das auf jeden Fall machbar gewesen, aber in der Praxis habe ich ihm keine Chancen gegeben, weil man müsste so viel spielen, das hält man einfach nicht aus. Ein Event dauert normalerweise um die 7 Tage. Und danach, ihr wisst, ich bin tot. Jeden Tag 8 Stunden, manchmal so 10, also 8 plus. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend. Und irgendwann hält man das echt nicht mehr aus. Man wird dann wahnsinnig, hat keinen Bock mehr. Und ich denke nicht, dass er 2 Wochen ausgehalten hätte. Ich hätte das auf jeden Fall nicht ausgehalten. Und ich zocke schon recht viel und bin das eigentlich gewöhnt. Gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel unser alter Kollege Milos. Er war früher sehr, sehr krass unterwegs. Ich muss auch sagen, er ist der härteste Grinder, den ich kenne. Auf jeden Fall Platz Nummer 1 gewesen. Weil er kannte echt nur 150% oder 0 und er hat halt die ganze Zeit 150% gegeben. Ihr wisst es, wie er durch die Level gezischt ist. Er hatte mich sogar fast eingeholt. Ich glaube, es gab einen Moment, da waren wir unter 1 Million Unterschied und das ist richtig krass. Hat jeden Tag 200.000, 250.000 gemacht. Das müsst ihr euch mal geben, jeden Tag für eine gewisse Zeit. Bis er halt eben nicht mehr konnte, ausgelaugt war, keine Motivation mehr hatte und momentan pausiert er halt. Echt schade. Das war ein weiterer Punkt, auf den ich näher eingehen wollte. Der zweite Punkt ist das neue Arena-System. Das hat sehr viele demotiviert. Ich habe von vielen gehört, dass sie dadurch auf jeden Fall sehr viel weniger spielen. Manche haben sogar komplett aufgehört. Nur wegen dem Arena-System. Auch wieder ein Beispiel von dem Kollegen Milos. Er war der Anführer von Bogenhausen, der Gelbe. Bogenhausen komplett gelb. Und die Gruppe hatte sich auch hauptsächlich an Arena fokussiert und eigentlich gar nichts anderes gemacht. Sobald eine Arena gefallen ist, direkt hin, wieder gelb gemacht, wieder hochgelevelt. Also das ging da schon echt krass ab. Und jetzt mit dem neuen Arena-System, die Gruppe ist komplett tot. Enrico spielt halt gar nicht mehr und er war richtig krasser Arena-Grinder. Ist überall hingefahren. Wir haben Scanner-Touren gemacht. Er hat Arena-Touren mit dem Scanner gemacht. Ist überall hingegangen, wo die Arena auf Level 8 oder 9 ist. In ganz München und hat sich eingesetzt. So krass war er und der spielt jetzt gar nicht mehr. Also das ist auf jeden Fall ein Thema. Das neue Arena-System. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr demotivierend. Ich finde es auch sehr schade. Mir haben Arena davor sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mein eigenes Gebiet aufgebaut. Und seitdem mache ich kaum noch Arena, jetzt in letzter Zeit wieder mehr. Aber trotzdem kann ich auf jeden Fall nachvollziehen und das Arena-System ist auf jeden Fall sehr demotivierend. Und der letzte Punkt ist,
Level 40. Für manche ist nach Level 40 Schluss, danach fällt die Motivation direkt auf Null. Also manche machen danach immer noch weiter, ich kenne genug Leute, so wie mich. Und manche, die spielen nach Level 40 dann echt kaum noch und dann immer weniger und weniger, weil die halt keinen Sinn darin sehen. Aber für mich macht es keinen Unterschied, ob da 30 Millionen steht und Level 40 oder 30 Millionen EP und Level 42 oder so. Also für mich macht es kaum einen Unterschied, klar wäre das nice. Aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es nochmal extra Motivation gibt, wenn da zum Beispiel dann steht, so und so viel von so und so viel für Level 44 oder so. Das würde mich, glaube ich, auch nochmal extra motivieren, ein bisschen. Und ich denke mal, da muss Niantic auf jeden Fall demnächst die Level erhöhen, weil ich kenne viele Level 40er, die sich momentan sehr, sehr hart langweilen. Auch hier bei mir die Konkurrenz. Könnte sein, dass sie es vortäuscht, dass sie momentan chillt, aber es ist auf jeden Fall ruhiger geworden. Na klar, ein paar ziehen jetzt erst richtig hart an, wenn die sehen, dass die Konkurrenz schläft, aber im Großen und Ganzen ist es doch ruhiger geworden. Motivation ist echt ein bisschen niedrig geworden. Die Raids alleine halten einem nicht unbedingt am Spiel, also mal schauen, was Niantic da bringt. Aber jetzt zurück zum Video. Ich für meinen Teil habe mich auf jeden Fall jetzt erstmal genug ausgeruht. Demnächst geht's wieder ab. Road to 50 Millionen haben schon ein paar in die Kommentare geschrieben. Keine Angst, Leute, demnächst geht's auf jeden Fall wieder ab. Aber schreibt davor unten in die Kommentare, was eure Erfahrung so mit Motivation und so ist. Wann habt ihr mal richtig Bock zu spielen, wann weniger. Viele haben mir geschrieben, dass sie durch meine Videos wieder richtig Bock bekommen haben, rauszugehen, zu grinden, zu spielen. Das freut mich auf jeden Fall, sowas zu hören. Aber wie gesagt, schreibt unten in die Kommentare eure Erfahrung, eure Meinung. Hattet ihr auch schon mal so ein richtiges, krasses Tief, wo ihr fast aufgehört habt oder sogar aufgehört habt? Und das war's. Vielleicht sieht man sich in Oberhausen. Ich bin auf jeden Fall jetzt dort. Wenn ihr das Video seht, ist es glaube ich Samstag, wenn ich es hochlade. Es werden ein paar coole Videos von dort folgen. Aber wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die an, wie es ab. Folgt mir auf Instagram, Twitter und Facebook. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.